Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Heute zeigen wir euch die Eckgarage von den Modulhäusern. Ist mal wieder ein neues Haus zu der Serie rausgekommen. Und das habe ich mir natürlich geholt. Und jetzt zeigen wir euch das ein bisschen, wie das so alles aussieht. So, als erstes haben wir natürlich die Wohnung. Das habt ihr eben gesehen. Dann haben wir hier noch eine kleine Tierarztpraxis mit Wartebereich. Das ist im zweiten Stockwerk. Richtig mit seinen Details auch schön eingerichtet, wie ich finde. Alles niedlich gemacht. Auch wie mit dem Hase, der ist zum Beispiel neu rausgekommen zu der Serie. Und noch ein paar Sonderteile, so wie das Fenster vorne mit dem, wo die Arztpraxis draufsteht, zum Beispiel. Das sind so ein paar Sonderteile, die sind ziemlich schön gemacht. Ist auch für dieses Set angepasst, das Ganze. Finde ich sehr schön gemacht, das Ganze. Und jetzt sind wir schon ganz unten bei der Eckgarage beim Namen angekommen. Und jetzt zeigen wir euch ein bisschen das Innen drin. So ein bisschen die Hebebühne. Das Rolltor ist auch sehr gut gemacht. Das Rolltor werden wir euch auch noch zeigen. Die Kleinigkeiten, die schön, alles sehr schön bearbeitet, finde ich. Und wirklich ein sehr gutes Set. Hier haben wir jetzt hier in die Wand mit eingebaut. Das Garagentor ist sehr gut. Finde ich top. Also finde ich eine klasse Idee. Dann wirkt das Ganze schon ein bisschen realistischer, das Ganze. Und das finde ich relativ schön gemacht, muss ich jetzt sagen. Diesen Effekt damit reinzubringen, dieses Set. Mit dieser alten Tankstelle da. Und eigentlich ein wunderbares Set, so wie ich finde. Mit dem Roller, schön hellblau. Dann haben wir hier noch diesen LKW, diesen alten, diesen Abschlepper. Der ist auch noch dabei. Zeigen wir euch die Hebebühne, wie das funktioniert. Da ist auch wieder das in die Wand mit eingebaut. Zeigen euch jetzt gleich noch von hinten. Das ist nämlich richtig toll gemacht hier. Die Funktion, dass man das hochklappen kann. Nur manchmal klappt es nicht ganz so gut, wie man sich das Ganze jetzt vorstellt. Da muss man dann ein bisschen nachhelfen manchmal, aber es geht schon. Also man kommt schon gut zurecht. Also das ist jetzt nicht, dass es großartig stört. So, jetzt gucken wir, probieren wir das Ganze mal aus. Hier im Test mit dem Auto. Ah, das. Wenn es dann meistens oben ein bisschen einklickt, dann rutscht das Auto so meistens ein bisschen vor, aber schlimm ist das jetzt nicht so. Das geht noch. Das kann man noch relativ so lassen, wie es ist. Das ist noch okay. So, und das ganze Prinzip ist das Modell sehr schön geworden, wie sie es in den Kauf gebracht haben. Und dann bedanke ich mich fürs Ansehen. Ich bin euer Emanuel Großmeister und macht's gut.